Hallo, schön, dass du hier bist bei dieser geführten Meditation, wo wir deine Ängste, deine Anspannungen, deine innere Unruhe und all das, was gerade in dir da ist, lösen. Nimm für dich jetzt eine passende Position ein, das kann im Sitzen oder im Liegen sein oder auch im Gehen, so wie es für dich gerade angenehm ist. Und ich weiß, gerade dreht sich sehr viel in deinem Kopf und du hast viele Gefühle, die du eigentlich nicht fühlen möchtest. Und es ist okay. In den nächsten 20 Minuten brauchst du nämlich einmal überhaupt nichts tun. Ich übernehme hier für dich die Führung. Und du brauchst einfach nur ganz entspannt zuhören. Du brauchst weder versuchen, die Unruhe, die Ängste oder die Gefühle wegzumachen, noch brauchst du versuchen, irgendwelche Gedanken wegzudrücken. Alles, was da ist, ist jetzt genau richtig, auch wenn es unangenehm ist. Und du kannst jetzt, genauso wie es dir gerade gelingt, dich einfach mal für einen Moment, nur für einen Atemzug, auf deinen Atem konzentrieren, wie er ein- und ausströmt. Ganz genau. Und nimm nochmal einen ganz bewussten Atemzug wieder ein und ausströmt. Und lass alles genauso sein, wie es ist. Wenn du Lust hast, deine Schultern senken, denn das Schöne ist, für die nächsten 20 Minuten brauchst du nichts tragen. Du kannst deinen Kiefer ein kleines Stück entspannen, weil du brauchst auch nichts sagen. Du kannst deine Stirn entspannen, denn du brauchst auch nichts denken. Und wenn jetzt in deinem Kopf viele Gedanken sind, die sich um deine Sorgen, deine Ängste, deine Nöte drehen, lass sie einfach da sein. Du brauchst dich auch jetzt nicht um diese zu kümmern. Die dürfen einfach sein, so wie sie sind. Und wenn du in deinen Körper spürst und vielleicht eine Unruhe, Ängste oder was auch immer fühlst, auch das darf jetzt genauso sein. Denn in dieser geführten Meditation kommuniziere ich mit einer tieferen Ebene in dir, die ganz genau weiß, was jetzt dir gut tut, wie es jetzt die nächsten 20 Minuten
ganz sanft und liebevoll deinen Körper harmonisiert. Das genau weiß, wie es deinen Körper wieder in die wohlverdiente Entspannung bringt. Und das Schöne ist dabei, dieser Teil in dir macht dies ganz von alleine. Dazu brauchst du einmal überhaupt nichts tun, ja. Folge dazu einfach nur meiner Stimme, soweit es dir gelingt. Hör auf meine Worte. Hör auch auf die Pausen, auf die Ruhe zwischen meinen Worten. Und lass dich einfach auf das ein, was sich zeigt. Denn du kannst diesem tieferen Bereich vertrauen. Denn dieser tiefer gelegene Bereich in dir schaut immer auf dich. Er schaut ganz genau und weiß, wann er eingreifen darf und muss. Im Grunde genommen, und das ist das Schöne, bist du immer sicher. Und die Gedanken und die Gefühle, die sich an der Oberfläche drehen, bleiben von dieser tiefen Instanz komplett unberührt. Und ich möchte, dass du für einen Moment nur mal wahrnimmst, was du wahrnimmst. Und dein Körper oder dein Geist kann dir jetzt zeigen, dass ich mit diesem Unterbewusstsein, mit diesem tieferen Selbst kommunizieren darf, vielleicht mit einem kleinen Kribbeln, vielleicht mit einem ganz anderen Gefühl, vielleicht mit einem Zucken. Du wirst es merken und wahrnehmen, wenn dein Geist, dein Organismus, dein ganzes Selbst diese Erlaubnis zur tiefen Transformation gibt. Genau. Solltest du jetzt nichts gefühlt haben, dann ist es auch okay. Denn diese tiefer gelegenen Areale deines Selbst sind immer da. Sie sorgen gut für dich und entspannen dich. Und wir beide machen jetzt eine kleine Reise zu diesem tieferen Teil in dir. Und ich zähle dazu einfach von 5 rückwärts. Und mit jeder Zahl sinken wir beide gemeinsam tiefer und tiefer in eine gewisse Form der Entspannung.
Und du weißt ja bereits, genauso wie es sich für dich zeigt, ist es genau richtig und perfekt. 5. Und du sinkst tiefer und tiefer. Und alles, was sich an der Oberfläche abspielt, an Gedanken und Gefühlen, diese dürfen so sein und du, dein Selbst, dein tieferes Selbst, geht mit mir tiefer und tiefer. 4. Und du kannst dich entspannen, hinein in das, was gerade ist. 3. Und du sinkst nochmal doppelt so tief in dich selbst hinein. 2. Du sinkst tiefer und tiefer. Genau. 1. Und ich lade dich dazu ein, jetzt einmal wahrzunehmen. Von dieser Tiefe heraus spürst du vielleicht an der Oberfläche noch Reste von diesen Gefühlen, vielleicht von Unruhe, vielleicht von Ängsten. Ganz egal, was dort an der Oberfläche ist. Vielleicht merkst du auch, dass dein Geist immer noch das ein oder andere Mal an deinen Alltag oder an gewisse Ereignisse denkt. Und auch das ist okay, denn jetzt ist es Zeit zu erkennen, dass dort diese tiefe Sicherheit in dir da ist. Diese tiefe Sicherheit war immer da. Sie war bereits da, als du geboren wurdest. Sie war da, als du aufgewachsen bist als Kind und als Jugendlicher. Sie war da, als junger Erwachsener, und sie ist jetzt da, so wie sie immer da sein wird. Und diese Sicherheit ist nicht laut, wie manchmal die Gefühle oder die Gedanken an der Oberfläche, sondern sie ist still, kraftvoll und beobachtet und sieht, wie eine liebevolle Mutter, was an der Oberfläche passiert. Dieser Teil in dir kann das Treiben völlig entspannt, ruhig und vielleicht bereits liebevoll einfach nur beobachten. Es sieht die Gefühle, verurteilt diese aber nicht, sondern wie eine liebende Mutter hält sie diese im Arm.
so wie ein kleines Kind, das sich vielleicht verletzt oder erschreckt hat. Streichelt diese liebevolle, tiefe Instanz dem Kind über den Kopf und sagt ihm: Du bist sicher. Und genauso ist es mit den aufgeschreckten Gedanken, die umherirren. Auch dort nimmt diese Instanz diese liebevoll an und schenkt ihnen die Sicherheit, die Klarheit und die Ruhe. Und alles andere passiert von ganz alleine. Mit jedem Atemzug, den du jetzt nimmst, harmonisiert sich dein ganzes System. Es wird ruhiger. Ruhiger. Und du kannst vielleicht jetzt dies schon genießen, diese Ruhe, so wie ein Kind es genießen kann, wenn es in den Armen der Mutter liegt. Auch wenn es vielleicht noch etwas spürt, fühlt es diese Sicherheit, diese Geborgenheit, diese Ruhe. Es weiß ganz genau, es kann dem Leben vollkommen vertrauen. Es weiß ganz genau, es ist immer sicher. Es weiß ganz genau, es ist immer zu jeder Sekunde, zu jedem Moment, ganz egal, was sich außen in der Welt zeigt, und ganz egal, welche Gefühle oder Gedanken da sind, es ist immer getragen und geschützt. Und in diese Sicherheit dürfen wir uns noch einmal für 5 Sekunden, für 30 Sekunden hinein entspannen, wie sich diese ausbreitet, Zelle für Zelle, Faser für Faser. Jeder Millimeter deines Körpers darf mit dieser Sicherheit, diesem Urvertrauen, dieser Klarheit, dieser Liebe erfüllt werden. In dem Wissen, dass alles genau
so richtig ist, wie es jetzt ist. Vielleicht fühlst du es auf deine ganz eigene Art und Weise, wie es sich ausbreitet, Zelle für Zelle, Millimeter für Millimeter. Und du dies genießen kannst. Ganzer Organismus, die oberflächlichen Teile deiner Selbst, welche sich früher gern mal Sorgen gemacht haben oder aufgewühlt wurden, lernen jetzt diese Verbindung, diese Sicherheit wieder kennen. Dein Geist, der manchmal aktiv ist und vielleicht manchmal auch zu aktiv ist, lernt jetzt diese Geborgenheit wieder kennen. Deine Gefühle, deine körperlichen Wahrnehmungen lernen jetzt diese Sicherheit kennen. Und dieses Urvertrauen breitet sich Zelle für Zelle und verankert sich Zelle für Zelle. Und ich lade dich jetzt dazu ein, ganz nach deinem Tempo wieder hierher zurückzukommen. Solltest du noch gerne weiter in diesem Urvertrauen baden wollen, kannst du dies weiter tun und meine folgenden Worte einfach ignorieren. Wenn du ansonsten jetzt bereit bist, lege ich von 3 rückwärts. Und Zahl für Zahl kommst du wieder mehr in diesem Moment hier an und trägst dieses Urvertrauen, diese Sicherheit, diese Klarheit mit in deinen Alltag. 3. Du wirst klarer und wacher. 2. Du spürst diese schöne Form der Vitalität und Klarheit in deinem Körper. 1. Du kannst jetzt die Augen öffnen, dich strecken, in die Welt blicken, mit dem Wissen, dass du geschützt und getragen bist. Und ich lade dich dazu ein, immer wieder zu dieser geführten Meditation zurückzukommen, um dich immer wieder
noch tiefer. Mit diesem Urvertrauen, mit diesem tieferen, weiseren Selbst zu verbinden. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder eine wundervolle Nacht. Dein Peter Behr.